herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir zwei Whiskys aus dem Hause Crown Royal. Und wir haben hier einmal den Apple und einmal den Vanilla. Und wir werden heute uns mal den Apple anschauen. Ja, die Crown Royal Distillerie. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die überhaupt Crown Royal Distillerie genannt wird, sondern Gimli Distillery oder Gimli Plant, also Factory. Und die ist in Manitoba. Das ist so die Brennerei, wo ich es am meisten bereut habe, vorbeizufahren. Kein Termin, kein gar nichts. Man kommt auch nicht rein. Bin hingefahren, wollte ein paar Fotos von außen machen, weil die Fotos vom Horst von damals so hässlich ausgesehen haben. Und ja, siehe da, ich habe genau die gleichen hässlichen Fotos geschossen wie er. Denn es ist wirklich eine Fabrik mit einem großen Zaun außenrum. Das heißt, man kriegt keine Nahaufnahmen, keine Brennblasen, kein gar nichts zu sehen. Und ja, man fährt 6, 8, 10 Stunden wirklich ins Hinterland von Kanada, wo eigentlich fast niemand lebt, und bekommt dann eine Fabrikanlage zu sehen. Also ich empfehle öfters, zu den Brennereien zu fahren. Hier, lass sein. Ja, aber nichtsdestotrotz, gutes Zeug machen sie schon. Und jetzt werden wir mal schauen, was die hier so hervorgebracht haben. Es ist kein richtiger Whisky. Es ist nämlich ein Whisky-Likör. Wie nennen sie es denn? Apple-Flavored Whisky, also ein gewürzter Whisky. Fine Whisky infused with Regal Gala Apples, also mit Gala-Äpfeln. Habe aber auch schon irgendwo gelesen, dass sie auch noch kräftig Apple-Flavor reinhauen. To create this extraordinary blend, also um diesen besonderen Blends herzustellen, benutzt die Crown Royal Whiskys nur die handausgewählten, also diese Whiskys sind handausgewählt von unserem Master Blender und wurden dann mit Regal Gala Apples versetzt. Das Resultat ist ein leckerer Whisky, gut ausbalanciert mit Noten von knusprigen Apfel, ja halt knackigen Apfelgeschmack. Genießen Sie ihn pur, auf Eis oder im Cocktail für eine besonders sanfte Erfahrung. Ja, und die Erfahrung werde ich jetzt mal mit euch teilen. Schön am Crown Royal, der hat wirklich eine tolle Aufmachung. Also das muss man am Crown Royal lassen. Er ist super für ein Geschenk zu haben. Und in diesem Samtsäckchen, was ich glaube eher so ein Baumwoll ist, steckt gar nicht drin, wie man die waschen muss. Ja? Ja, ich habe ihn schon mal aufgehabt. Ich weiß sogar auch, wie er schmeckt. Ich freue mich schon wieder drauf. Also, hier steht ganz groß Apple drauf und das wird auch präsentiert. Ganz große Apfel. Wenn man dran riecht, riecht man nur Süße und Apfel. So eine Mischung aus knackigem grünem Apfel und so diesem richtig schönen, reifen, trockenen Apfel, der so richtig süß ist. Aber der Apfelgeruch ist so extrem stark, dass man nichts anderes riecht. Also, ich habe mir die Geschmacksbeschreibung so ein bisschen angeguckt. Da stand schon wirklich drin, ja, Apfel, 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 aber auch mit Malz und Gewürzen. Nee. Das ist Apfel. Und so ein richtiger, penetrant starker Apfelgeruch. Wow. Also, wow. Er ist richtig, richtig süß. Also, er schmeckt schon so, als wäre er mit kräftig Zucker versetzt worden. Und hat brutalen Apfelgeschmack. Also richtig brutal. Also ich würde schon fast sagen, apfeliger, als wenn man einen Apfel probiert. Also kennst vielleicht von manchen diesen Apfelkaugummis mit richtig Apfelgeschmack drin, der so wirklich Apfelaroma, das nicht natürlich ist, sondern dann mehr nach Apfel schmeckt als ein richtiger Apfel. Und wow, das ist richtig stark und auch verdeckt fast alles. Also so eine ganz leichte Holznote hat man so hinten im Gaumen, so dass man merkt, ah, da ist noch ein bisschen Whisky dabei.
Wow, aber süß Apfel. Also das mit dem Balanced hinten drauf, das ist Marketing-Gewäsch. Der schmeckt richtig kräftig nach Apfel. Also wer so richtig, richtig süß unterwegs ist und richtig gerne Äpfel mag, hat da vielleicht noch eine Chance. Ich kann es euch empfehlen, wenn ihr ein schönes Geschenk haben wollt für jemand, der dem Whisky vielleicht ein bisschen zu stark ist und dann irgendwo sagt, oh, ich bin so ein bisschen fruchtiger und gutes Likör mag ich gern, dann ist es vielleicht das Richtige. Ansonsten für die Whisky-Kenner würde ich jetzt erstmal sagen, wartet vielleicht mal, bis eure Freunde ihn gekauft haben. Oder kauft ihn für die Freunde, um sie ein bisschen zu ärgern. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Whisky gibt es natürlich bei uns im Shop und bis zum nächsten Mal.